Let's go. Jetzt hat der erste Angriff wieder funktioniert. Komisch. Das ist echt eine seltsame Sache. Auf wen geht's? Auf Paper Mario. Okay. Ja, dieser Lianenangriff, der ist chillig. Außer sie machen diese seltsame Finte. Und ich wäre mal dafür, die Erfahrungspunkte um 50% zu erhöhen. Oh yay! So. Und dann packen wir mal den roten Panzer aus. Die Rakete kann ich ja leider nicht nutzen. Auf den einen schon, ja, aber der war ja schon geschwächt. Und ich glaube, wir könnten ohnehin nicht beide in den Tod reißen. Aber es ist wohl empfehlenswert, Paarattacken gegen die zu nutzen, weil dann sterben sie schneller. Wenn man normal angreift, die Erfahrung haben wir ja jetzt schon zuhauf gemacht, dann dauert das viel zu lange. Weil es einfach viel zu viele Kopien sind. Und da hätte ich jetzt springen sollen, das war mein Fehler. Sorry. Aber dafür gibt es jetzt den Muschelbohrer, liebe Freunde. Und der wird ja wohl stark... Das ist mir noch nie passiert. Ja. Shit happens. Let's go. Nicht schon wieder. Was ist das? Hä? Was ist das für ein Angriff? Den haben wir auch noch nie gesehen. Na, wie gut, dass ich die Bonuspunkte schon habe. Ist aber auch gar nicht so schwierig zum Abwehren. Muss halt erstmal gucken, wie es funktioniert. Okay, dann werde ich auch hier mal Bonuserfahrung aktivieren. Und die Rakete zücken. In die Mitte, schön in die Mitte. Das ist immer am besten. Sehr, sehr gut. Fliegen, 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 fliegen. Boah, ich habe schon die unsichtbare Wand gesehen, glaube ich. Die Begrenzung des Kampffeldes. Wir waren bei der Ozonschicht. Aber leider nicht alle. Luigi, gib ihm den Rest. Nice one. Okay, Boys. Machen wir hier mal drauf. Dann haben wir einen schönen Rückweg. Und nun gönne ich mir die Münzen. Juhu. Mittlerweile sollte mein Konto wieder besser aussehen. Aber ich will mich kurz vergewissern, dass wir wirklich nicht an Nebbit drankommen können. Nein, der ist zu weit weg, ne? Nee, das geht nicht. Wir müssen ihn eigentlich mit einer Bombe treffen. Ja. Und hier gibt's welche. Oh oh. Schnell wegwerfen, das Ding. Das war wohl nicht die Lösung. Wie lange kann ich damit laufen? Soll nicht, dass es in meinen Händen explodiert. Oh 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 oh! Treffer versenkt! Cool. Aber ersauf mir bitte nicht. Ich meine, umbringen will ich dich jetzt auch wieder nicht. Du bist zwar ein fieser Dieb, aber das muss ja nicht sein. Das ist herzlos und. Hat er nicht verdient. Wow, wir kriegen eine Bombenpaar-Attacke? Du hast die Paarattacke Bombenderby erhalten. Moment mal, gab's die nicht schon mal? Sogar mit dem gleichen Namen? Irgendwas in meinem Hinterkopf sagt mir, da war doch mal was. So habe ich noch nie jemanden mit Kavum-Blüten umgehen sehen. Also, mal sehen, ob wir jetzt durch das Tor hindurchkommen. Ja. Werde ich gleich angehen. Moment. Wieso ist eigentlich hier nochmal so eine Bombe? Ist die nur Deko? Hm.
Und ich weiß, da ist noch ein Ninji, aber ich kämpfe jetzt auch nicht gegen jeden Gegner. Ich möchte nur noch mal gucken, ob es hier noch was gibt. Nein. Okay, dann lasst uns das Tor sprengen. Wiggler, du solltest beiseite gehen. Bleib, wo du bist! Berührst du das Tor, gibt es einen Strom? Ja, ich weiß das. Ich weiß das doch. Ach, Moment, kommt man von hier gar nicht an die Bombe ran, oder was? Ach so, man musste also darüber. Ah, jetzt verstehe ich das. Und deswegen ist auch diese Bombe da, damit wir die dann nehmen können, um das Tor zu zerstören. Okay, okay, okay. Alles klar. Da hast du! Bam! Das hat gereicht. Wunderbar. Du hast das Tor entschärft. Hurra! Mit Sicherheit haben diese Schurken dort vorne noch mehr Müll abgeladen. Wiggler macht sich auf und räumt den Dreck im Rest des Waldes weg. Tu das. Bitte. Aber schlaf nicht wieder auf halbem Wege ein. In Wigglers Wald wird kein Müll mehr deponiert. Wiggler hat ja wirklich alles ernst gemeint und ist richtig abgegangen. Nun, alles was dafür nötig war, waren ein Haufen Früchte und Bomben. Schon lustig irgendwie, ne? Ja, den lasse ich mal da stehen. Moment. Ach doch, das haben wir schon aktiviert. Alles klar. Was steht da eigentlich? Warnung an alle Schergenarbeiter. In Vorbereitung für Marios Ankunft haben wir dieses elektrische Tor aufgestellt. Den Generator über dem Tor nicht berühren. Upsi, die Bombe hat ihn berührt. Entschuldigung. Piranha-Pflanzen. Oh nein. Jetzt wird's richtig ernst, habe ich das Gefühl. Und dann auch noch so viele. Was geht? Oh, Leute. Hier drüben. Seht euch das an. Dieses elektrische Tor ist sogar noch größer als das vorherige. Da kommt Wiggler nicht durch. Und es hat zwei Generatoren. Na toll. Was soll ich denn jetzt machen? Erstmal die Bombe hier nehmen. Was passiert eigentlich, wenn man die Bomben auf die Piranha-Pflanzen wirft? Geht das? Ja, man muss halt treffen, ne? Nur mal so. Ach komm, schmeißen wir sie erstmal da drüben runter. Da ist ohnehin ein Ninji. Moment mal, was soll ich denn damit eigentlich machen? Hä? Ich check das hier nicht. Was wollen die denn von mir? Erstmal das blöde Mistvieh stilllegen. Und sie ist nicht allein. Boah, das regt so auf, dass die Typen so schnell sind. Bombenderby. Bewege das Schiebepad nach rechts, um eine Bombe zu werfen und schmettere sie mit A. Ja doch, das gab's doch schon mal. Das ist doch genau die gleiche Attacke, die es in einem anderen Mario Luigi schon gab. Jo. Da war ich anfangs ziemlich schlecht und dann mit der Zeit habe ich das gut drauf gehabt. Mal gucken, was hängen geblieben ist. Wahrscheinlich gar nichts. Naja, es war okay, oder? Ist halt nur ein Gegner gestorben, leider. Aber es war okay. Ich hätte jetzt erstmal gerne mehr Geld. Ich bin geldgeil. So. Hätte ich vielleicht als erstes einsetzen sollen, ich weiß, sorry. Und mal schauen, was der Papierhammer noch so bringt. Ja! Nicht das gewünschte Ergebnis, leider. Ey, wie soll man das sehen, auf wie das geht? Wow, chill! Nein! Was? Als ob. Willst du mich verarschen? Ich kann keine Paar-Attacke mehr machen. Notfall, ich brauche die Karte.
Die blöde Pflanze steht immer noch. Oh oh. Ich brauche ohnehin einen Bonbon. Da hast du Mario. Ihm fehlen es nämlich an KP und BP. Ja, aber theoretisch müsste ich ihn jetzt eigentlich vom Feuer heilen. Oder wir greifen nochmal mit dem Papierhammer an. Ich meine, die blöde Piranha-Pflanze muss doch jetzt langsam mal down gehen. Bitte nicht Mario angreifen. Ja. Ja, also man sieht es schon ein bisschen, auf wen es geht, aber es kommen halt häufig viele in Frage. Und hat das gerade ernsthaft nochmal 20 abgezogen? Was macht sie? Was macht sie? Als ob. Scheiße, die ist richtig krass drauf. Wunderpilz. Mann, die hat mich aber auch übelst kalt erwischt, muss man gestehen. Leider Gottes war da auch kein Heilungsblock in der Nähe. Ja, ich brauche nochmal die Kopien hier, komm. Sonst hat es keinen Zweck. Okay, nein, ich dachte, das geht erst auf Paper Mario. Woher soll man denn bitte wissen, wer angegriffen wird? Das ist doch... Jetzt reicht's mir. Woher soll man wissen, wer angegriffen wird? Sag mir das mal bitte. Diese Feuerattacke ist overpowered. Ja, natürlich geht er auf Luigi. Aber der steht noch. Meine Güte. Wir müssen die Dinger jetzt schnell down kriegen. Der erste Kampf gegen die Piranha-Pflanze war katastrophal. Shit. Puh. Was? Wie wäre es denn... Ach, laber nicht, Mann. Der will wahrscheinlich diesen Spielspeicher oder so. So, Pilz. Du kriegst zwei Pilze. Ja, dann schauen wir wieder einigermaßen lebendig aus. Boah, aber das war eine Lektion, du. Auf die Piranha-Pflanzen müssen wir höllisch aufpassen. Das sind Freaks. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum es für die Piranha-Pflanzen extra Karten gibt. Erinnert ihr euch? Da gab es welche, die sagen, ja, Piranha-Pflanzen so und so viel Schaden. Das macht schon Sinn. Yes. Aber ich muss dringend rausfinden, wie man erkennt, wer von dieser Flammenattacke getroffen wird, weil die ist halt echt gestört. Moment. Ich mache nicht das Bomben-Derby, sondern die Rakete. Weil die können wir direkt auf die Piranha-Pflanze lenken. Das ist in dem Moment einfach besser. Wenn wir es gut timen. Ja, fliegen, fliegen, fliegen und... Bumm! Sehr schön. Das Vieh lebt zwar trotzdem noch, aber sie ist stark geschwächt. Paper Mario. Mach mal Trio-Squash. Ey, die sind richtig krass drauf, ne? Welchem Level sind die denn überhaupt? Das muss ich gleich mal nachschauen. Eins, zwei, drei. Perfekt. Jetzt sollte auch die Pflanze tot sein. Bitte. Ja, die meisten sind down gegangen. Sehr nice. Luigi. Moment, springen. Springen ist immer besser, weil da kann man dann zwei Kopien lösen. So. Jetzt haben wir es nur noch mit einem Lackaffen zu tun. Was? Wieso? Es war bislang immer so, dass erst der letzte Pfeil getroffen hat. Meine Güte! Du kannst dich auf nichts verlassen! Auf gar nichts! Das Spiel ist so gemein! Es bricht etliche Regeln und wir brauchen das Level-Up dringend. Dankeschön. 16. Die anderen müssen so schnell wie möglich nachziehen. Wow, ist das crazy hier. Ich weiß nach wie vor nicht, was ich machen muss.
viele von den scheiß Pflanzen gibt's denn da? Ein paar werde ich mit Sicherheit auch off-cam besiegen. Aber die hat mich jetzt leider gezwungen. Es sind sogar zwei. Oh scheiße, wer wird angegriffen? Du siehst es nicht. Natürlich, es geht auf Mario. Dem kann ich jetzt leider nicht helfen, weil er brennt. Brennen ist doch so ziemlich die beschissenste Statusproblem, das es gibt, oder? Gib mir mal ein paar KP, bitte. Weil ich muss den Zug jetzt eigentlich dafür verwenden, um Marios Feuer zu löschen. Es hilft nichts. Frischwurz. Statusprobleme gibt's in dem Spiel auch relativ häufig, ist mir aufgefallen. Die Frischwurzen sind also wichtiger als jemals zuvor. Jetzt möchte ich aber, dass diese Pflanzen auch mal brennen, bitte. Schließlich werden die von mehr Feuerbällen getroffen als ich. Aber nein. Warum auch? Jetzt ist das Bombenderby aber ganz gut. Komm, wir müssen es gut hinkriegen, damit beide abkratzen. Man muss halt einen Rhythmus finden. Nein. Wenn man aber einen Fehler macht, dann ist schon vorbei. Immerhin eine ist weg. Eine ist weg. Paper Mario, du bist jetzt noch dran. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Stirbt sie? Nein. Nein. Ja! Wenigstens einmal einen Angriff abgewehrt. Die verlangen einem alles ab. Vielleicht sollte ich mir demnächst tatsächlich noch mehr aus den Itemläden kaufen. Aber bislang war es so, immer wenn es ein bisschen brenzlig wurde, gab es trotz alledem einen Heilungsblock. Aber hier fehlt er. Hier gibt es keinen. Waren wir hier schon mal? Nein. Das ist auch ein neues Areal. Achso, das ist hier diese andere Seite. Ich weiß, wo ich bin. Und ihr bestimmt auch, wenn ihr auf die Karte guckt. Oh, da ist ein Secret. Super-Sirupe sind da drin. Auch nicht schlecht. Geld, Geld, Geld. Du willst Stress? Kannst du haben. Bam. Ah, die sind ja nur zu zweit. Die können ja nichts. Also bitte. Den mach mal platt. Mit dem roten Panzer. So langsam kriege ich aber ein paar Probleme mit dem BP. Ich muss also mal meine Sirupe nutzen. Das ist doch kein Problem. Da komme ich schon klar mit. Jetzt wollen die auch mal wieder. Das ist echt nicht so schwierig. Zumindest wenn es auf Mario und Luigi geht, ist es eigentlich nicht so schwierig. Trotzdem schaffe ich es nicht. Das ärgert mich. Sehr. Geschichte. Kriegen wir was Schönes? Ah, diese Charakterkarten da. Nur dieses seltsame Charakter-Amiibo-Karten-Gedöns habe ich nicht so ganz gecheckt. Sorry. Komm, der ist so einfach zu besiegen. Den machen wir mal platt hier. Außer er kommt mit Piranha-Pflanzen daher. Nein, es sind drei Ninjis. Die können wir mal schnell erledigen. Oh, der neue Angriff. Gegen wen? Mann, ich dachte, der kommt viel schneller runter. Ich hab mich da total verunsichern lassen. Shuriken. Ja, den Rest habe ich drauf, ne? Passt schon. Oh, jetzt habe ich überhaupt gar keine BP mehr. Mist! Oh, und dann auch noch den Angriff verschenkt. Sie waren gegen Sprung geschützt. Ja, komm, Paper. Oh, jetzt bin ich ganz dumm. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich wollte eigentlich eine Trio-Attacke machen. Komm, Teil aus. Vielleicht stirbt wenigstens noch einer. Der Papiertypi. Alle?
Oh! Super Luigi! Ja, das stimmt! Gut gemacht! Zwar hat Mario mitgeholfen, aber es ist ja Luigis Paar-Attacke. Somit geht der Sieg irgendwie auf sein Konto. Größtenteils. Ja, was machen wir jetzt? Wir brauchen auf jeden Fall die Bomben, um den Generator zu zerstören. Ist ja klar. Hast du noch irgendwelche Tipps? Nein. Er heult nur rum. Was ist hier? Münzen. Okay. Wir brauchen an dieser Stelle eine Bombe. So viel ist klar. Aber wo bekomme ich die her? Kann man die nicht irgendwie auf eine Reise schicken? Also, ich meine, man wirft sie und dann tritt so ein Rutscheffekt ein. Und ich fange sie auf und werfe sie dann auf den Generator. Moment, vielleicht hält die ja ein bisschen länger als alle anderen. Und wir schaffen das. Oh, verdammter Mist. Ich bin auf das falsche Ding drauf. Ja, ja, aber es müsste möglich sein. Es müsste möglich sein. Probieren wir es nochmal. Komm. Komm, 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 komm. Schnappt ihr das Teil? Schwupps. Und los. Jetzt hier rauf. Beeilung, Beeilung. Oh Gott, die blinkt schon, die blinkt schon. Wirf! Ja! Super! Ich möchte jetzt übrigens noch irgendwie da rüberkommen, weil da ist Geld und ein Block. Mit Angriffshandschuhen. Aber ich glaube, auch die haben wir schon, oder? Sind das nicht die Handschuhe, die... Ups. Den Angriff um 10% erhöhen können? Kommt halt nicht in Frage, weil wir haben ohnehin schon die Angriffshose. Ach du Scheiße. Bewirken, dass du nach Attacken mehr Sternpunkte erhältst. Nee, das ist ja Blödsinn. Das ist ja Quatsch. Zumindest, wenn ich nur einen Ausrüstungsslot habe, ist das Quatsch. Gut, dann bewegen wir uns mal auf die andere Seite, da bei dem Öl. Oh Gott, da ist eine Menge Öl. Da ist nämlich die Bombe, die wir jetzt noch benötigen, um den zweiten Generator zu zerstören. Aber ich denke, das ist fast sinnvoller, wenn wir das im nächsten Part tun. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr es mit einem Like zeigen und ja, eure Kommentare sind ebenfalls immer erwünscht. Bis zum nächsten Part von Mario & Luigi Paper Jam Bros. Ciao!